Hallo Lenki. Liebe Lenki. Hallo Lenka, meine Liebe. Hallo, meine liebe Lenka. Hallo, meine liebe Lenka. Hallo, meine liebe Lenki. Ich gratuliere dir von Herzen zu deiner großartigen Volleyballkarriere. Ich weiß um deinen Weg und deinen Wert in der Volleyballwelt schon seit vielen Jahren und fühle mich daher geehrt, dir mit dieser Botschaft meine Bewunderung aussprechen zu dürfen. Ich wollte dich beglückwünschen zu einer außergewöhnlichen Karriere. Ich dachte immer, du wirst ewig jung bleiben. Irgendwie warst du doch immer die kleine, zarte Lenka, die immer da war und immer gespielt hat und immer fit war. Und bin sehr glücklich darüber, dass auch ich einige Jahre mit dir gemeinsam auf dem Feld stehen konnte. Weißt du noch, damals 2010, WM in Japan oder EM in Serbien oder am allerschönsten die EM in Deutschland? Wir hatten so viel Spaß in so vielen Jahren, die wir zusammen gespielt haben mit der Nationalmannschaft. Du warst in Baku, du warst in Polen, du hast wahnsinnig viel erlebt. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Dein Teamgeist ist unbeschreiblich. Die Hilfsbereitschaft im Team, die war ungebrochen. Und ich glaube, jeder konnte, egal in welchem Team, immer auf dich zählen. Abgesehen von den Trainern, die natürlich immer begeistert waren von den außergewöhnlichen Abwehren und so weiter und deinem Einsatz. Ich weiß noch ganz genau, wenn ich an Lenka Dürr denke und an dich als meine Freundin und Spielkollegin für 8 Jahre in der Nationalmannschaft, unglaublich eigentlich, denke ich immer daran, dass wir zwei eigentlich immer die Letzten im Trainingsraum waren, wenn es um athletische Vorbereitung ging, um Krafttraining, und so weiter und so fort. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne mit dir zusammengespielt. Will ich dir nur sagen, dass ich wirklich, wirklich froh bin, dass unsere Wege sich gekreuzt haben und wir so eine Verbindung aufbauen konnten, die über den Sport hinausgeht. Es ist egal, ob wir uns jeden Tag gesehen haben, wie in der Nationalmannschaft, oder nur einmal im Jahr, wie jetzt nach meiner Karriere. Es ist immer eine Verbindung da und am Ende ist das Wichtigste. Jedenfalls sehe ich das so. Ich möchte dir zu einer überragenden Karriere gratulieren. Du hast super viel erreicht. Du bist eine tolle Persönlichkeit. Du bist eine mega Spielerpersönlichkeit. Ich bin super stolz darauf, ein Teil deiner Reise gewesen sein zu dürfen. Es gäbe so vieles, was dich auszeichnet. Dennoch, herausheben nach all deinen Herausforderungen als Libera, möchte ich dir nun als Mensch sagen, das liegt bereits im Worte Libera verborgen. Bist du frei geblieben? Frei, deinen Weg zu gehen und frei, deinen neuen Weg zu finden. Na und dabei wünsche ich dir eine liebevolle und segensreiche Entwicklung. Ich kann mich ganz gut in deine jetzige Situation hineinversetzen und hoffe, du realisierst in den nächsten Tagen so ganz langsam, dass nun ja, Hallenschuhe, Knieschutze und auch Armsleeves nicht mehr zu deiner täglichen Ausrüstung gehören werden. Ich hoffe und wünsche dir, dass du ganz schnell neue Träume und Visionen entwickelst und diese dann auch einfach auslebst. Und genauso hoffe ich, dass du den jungen Volleyballtalenten und generell Sportlerinnen weiterhin so ein tolles Vorbild bleibst. Denn wenn einer das Profi-Dasein gelebt hat, dann gehörst du definitiv dazu, Lenki. Es ist soweit. Ich darf dich im Club der Volleyballrentnerinnen begrüßen. Ich wünsche dir alles Gute für dein Karriereende. Ich heiße dich willkommen im Club der Ehemaligen. Und jetzt hast du es dir auch verdient, dich zur Ruhe zu setzen. Hier in meinem Büro siehst du, wie das normale Leben aussieht. Computer, Schreibzeug. Viele Dinge warten bestimmt auf dich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Zukunft und alles, alles Gute für das neue Leben danach und bin mir unglaublich sicher, dass du das genauso rockst wie das Volleyballfeld. Ich kann dir sagen, ich bin jetzt 5 Jahre raus und habe Fuß gefasst mit dem gleichen Studium, was du gemacht hast als Sportwissenschaftlerin und man findet Fuß. Und das zweite Leben ist mindestens genauso schön wie das erste. Hab Mut, es wird ein holpriger Anfang, weil man muss sich ein bisschen umswitchen, aber ich bin mir sicher, so wie du deine Karriere als Volleyballerin gemeistert hast, wirst du auch dein zweites Leben in Anführungszeichen meistern und ich drücke dir die Daumen. Du weißt, du kannst immer auf mich zählen und wenn du magst, bin ich da für dich in jeglicher Hinsicht. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und du kannst dir sicher sein, dass ich immer ein Ohr für dich habe. Ich habe dich ganz, ganz doll lieb und drück dich aus der Ferne. Also freue ich mich für dich.
und hoffe, du kannst jetzt alles genießen. Nur das Beste von mir und einen ganz dicken Drücker. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und genieß die Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für diesen neuen Lebensabschnitt. Bleib gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Lass dich feiern, genieß den Moment, schalt erstmal ein bisschen ab und herzlichen Glückwunsch nochmal. Bis dahin, deine Nisi. Lass es krachen!